Den Europäern liegt der ethische Umgang mit Tieren am Herzen und sie sind weltweit führend in der Anwendung von Rechtsvorschriften zum Tierwohl. Die EU erkennt Tiere als fühlende Wesen an, aber Tierschutzgesetze haben keine Wirkung ohne das Engagement von Tierhaltern, Tierärzten, Transporteuren, Vollzugsbeamten, Einzelhändlern, Forschern, Lehrkräften und Bürgern. Denn vom Erzeuger bis zum Verbraucher sind alle für das Tierwohl mitverantwortlich. Diese Kinder spielen Farmland auf der gleichnamigen Tierschutz-Website der Europäischen Kommission für Kinder. Dabei lernen sie, dass die Tiere Freude und Schmerz fühlen können und welche Lebensbedingungen sie brauchen. Aber die Schule ist nur einer von vielen Bereichen, die sich dafür engagieren, dass Tiere unter optimalen Bedingungen gehalten werden. Jedes Jahr werden in Europa 2 Milliarden Hühner, Legehennen und Truthähne sowie 300 Millionen Rinder, Schweine, Ziegen und Schafe in Ställen gehalten, gefüttert, transportiert und geschlachtet. Ein komplexes Netzwerk von Beteiligten garantiert, dass die Nutztiere jeden Abschnitt dieser Kette unter den bestmöglichen Bedingungen durchlaufen. Die Personen, die zum Tierwohl beitragen, kommen aus verschiedenen geografischen Gegenden mit verschiedenen Kulturen, aber sie sind miteinander verbunden und arbeiten an Gesetzen und europäischen Vorschriften, die sich mit dem Tierwohl befassen. Auf allen Ebenen wurden Verantwortlichkeiten definiert, für jeden der vielen Akteure, die mit Tieren zu tun haben. Katrin Seeger aus Deutschland hat einen Schweinehof und arbeitet eng mit einem Tierarzt zusammen und auch mit einer Transportfirma, um die Rückverfolgbarkeit und andere Kriterien des Tierwohls zu gewährleisten. Damit wir als Landwirte die Rückverfolgbarkeit unserer Tiere gewährleisten können, bekommen alle Babyferkel am dritten Tag ihres Lebens eine kleine Ohrenmarke, die wird am Ohr eingezogen. Und wir dokumentieren in einem Ordner, der sich im Stall befindet, im Bestandsbuch, die Anzahl der Geburten. Und nachdem die Tiere von der Mutter abgesetzt werden und in den Aufzuchtstall kommen, wird dies wiederum ausgetragen, die Geburt, und wird im Aufzuchtstall wieder eingetragen und wird zusätzlich in einer Datenbank online gemeldet. Also jede Behandlung, die mit einem Arzneimittel erfolgt, wird in ein Bestandsbuch eingetragen. Das sind die Impfungen, das sind aber auch, wenn sie krank sind, wird es dokumentiert, welches Tier in welchem Abteil es sich befindet und wie lange es behandelt wird. Das wird eingetragen und mit dem Tierarzt abgesprochen und das geht auch nur nach Abgabe eines Beleges, also er muss das verordnen. Im Endeffekt geht es aber darum, Lebensmittelsicherheit, Tierschutz und Tierwohlbefinden zu garantieren und in der Beratschlagung und in der gemeinsamen Erarbeitung dieser Aspekte wird der Tierarzt aktiv, er kontrolliert. Die Tiere werden alle als Lebensmittel vermarktet und je frühzeitiger ich identifizieren kann, desto sicherer ist das Lebensmittel. Wenn wir Tiere verladen, ist für uns sehr wichtig, dass der LKW sauber ist. Das können wir aber halt nur optisch kontrollieren. Und wir müssen uns darauf verlassen, dass er desinfiziert ist. So weit, so gut. Okay. Also meine Aufgabe ist es unter anderem, mit der Dokumentation meines Lieferscheins oder mit den Angaben auf meinen Lieferschein die Rückverfolgbarkeit zu dokumentieren. Dieses funktioniert über die Ohrmarke. Jedes Tier hat eine Ohrmarke, die Rückschluss auf den landwirtschaftlichen Betrieb, auf den Erzeuger gibt. Und jedes Schwein wird markiert. Und diese Dinge kontrolliere ich natürlich sehr genau. Und dann notiere ich sicherlich auf meinem Lieferschein auch klassisch die Adresse des landwirtschaftlichen Betriebes. Abgesehen von der Dokumentation ist der Transport einer der wichtigsten Abschnitte in der Kette des Tierwohls. EU-Regelungen zielen darauf ab, das Stressniveau der Tiere zu senken. In Frankreich verwenden Firmen wie Garcian Guichard spezielle Ausrüstungen und Prozesse, um dieses Ziel zu erreichen. Aujourd'hui, la prise en compte de l'animal est très très important. Concernant le stress de l'animal, bien sûr, on parle du stress des humains. Les animaux sont également stressés. Donc aujourd'hui, il faut prendre en compte l'animal au départ de l'exploitation agricole. Ceci se fait avec le professionnalisme des dirigeants et également ceux des salariés.
qui doivent être continuellement formés, qualifiés pour manipuler les animaux, pour éviter donc le stress de l'animal. L'évolution du matériel, des équipements, a contribué beaucoup à diminuer, voire supprimer le stress de l'animal. Donc bien sûr, les équipements matériels sont importants et les formations du personnel sont également très très importantes. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dissocier, que le matériel est équipé de ventilateurs pour réguler la température à l'intérieur des bétaillères. C'est également équipé d'abreuvoirs, c'est-à-dire que les animaux peuvent s'abreuver durant le voyage. C'est également équipé de brumisateurs, c'est-à-dire surtout pour la catégorie porc. Il y a des sondes de température pour également contrôler la température à l'intérieur du véhicule, des rampes de chargement qui sont aujourd'hui pratiquement toutes hydrauliques. La géolocalisation est donc la possibilité de savoir en temps réel où sont les véhicules. Ce n'est pas une obligation. Buongiorno dottoressa. Wie auch bei anderen Regelungen haben Behörden Kontrollsysteme auf allen Ebenen eingeführt, um sicherzustellen, dass die Transporteure vorschriftsmäßig tätig sind. In Italien hat die Autobahnpolizei ein System eingeführt, das sehr effizient bei der Überwachung von Transporten mit lebenden Tieren ist. La procedura relativa ai controlli dei veicoli prevede appunto l'individuazione di veicoli che siano di interesse, quindi veicoli ovviamente che trasportano animali e che vengono fermati, vengono controllati sia dal punto di vista della tenuta della documentazione di rito prevista dalle normative nazionali, sia vengono controllati all'interno del veicolo in relazione alla tipologia di animale trasportato e in relazione alla densità del carico trasportato, in relazione al benessere dell'animale che viene trasportato sul veicolo, vengono effettuati tutti quei controlli che il veterinario e i nostri operatori sanno già di dover effettuare. Quando noi riscontriamo delle violazioni in merito al benessere degli animali, chiaramente poi ci rapportiamo con i veterinari presenti sul posto, cerchiamo di condurre il mezzo in un luogo idoneo ad effettuare un eventuale trasbordo degli animali e comunque il veterinario si occupa di contenere e sistemare le situazioni che sono più eclatanti dal punto di vista appunto del benessere dell'animale. I risultati sono stati risultati assolutamente eclatanti perché nell'anno 2013 sono state impiegate 780 pattuglie, sono state elevate 1430 violazioni, 2200 veicoli sono stati quelli controllati e l'importo complessivo che è pervenuto dai proventi contravvenzionali è di 620.000 euro. Per cui sono servizi che ci riproponiamo di implementare ulteriormente ma che hanno già dato dei risultati che sono assolutamente di grande soddisfazione. Die Polizeiarbeit wird durch Aktionen von Non-Profit-Organisationen und anderen Vereinigungen ergänzt. Animals Angels mit Sitz in Deutschland schickt Teams auf europäische Autobahnen, um Verstöße der Tiertransporteure gegen Vorschriften zu dokumentieren und anzuzeigen. Unser Motto ist, wir sind bei den Tieren. Und das ist, wo wir sind, also überall da, wo Tiertransporte fahren, auf der Autobahn, an einem Hafen, an einer Grenze. Das heißt, dort warten wir, bis die Tiertransporte kommen, fahren denen nach, bis sie stehen bleiben. Dann schauen wir in die LKWs rein und schauen, wie die Situation ist, in welchem Zustand die Tiere sind, ob eben die EU-Tierschutztransportverordnung eingehalten wird. Wenn nicht, wenn ein größerer Verstoß vorliegt, rufen wir die Polizei an, der Tierarzt kommt dann dazu und dann, je nachdem, kann die Polizei Bußgelder ausstellen oder die Tiere, manchmal müssen sie ausgeladen werden, wenn die Situation schlimmer ist. Das ist so, während wir unterwegs sind. Dann zu Hause schreiben wir darüber Berichte, Beschwerden und reichen die dann ein bei den zuständigen Ministerien der einzelnen Mitgliedstaaten. Und auch bei der EU-Kommission. Und all das ist natürlich immer auf Basis des EU-Gesetzes, der EU-Tierschutztransportverordnung. Die Lebensmittelindustrie ist auch dem Tierschutz verpflichtet und die EU hat die Verwendung von neuen Technologien unterstützt.
Tönnies, das größte Schlachtunternehmen in Europa, hat neue Methoden eingeführt, um zu vermeiden, dass die Tiere am Ende ihres Lebens leiden. Jeden Tag kommen tausende Hühner, Rinder und Schweine in den Schlachtanlagen des Unternehmens in Norddeutschland an. Wenn wir dann die einzelnen Stufen betrachten, beginnen wir mit der Entladung der Tiere, die so schonend wie möglich zu erfolgen hat, die mit möglichst viel Einsatz von Stimme und mit möglichst wenig Einsatz von Treibhilfen und mit Berührung zu erfolgen hat. Danach kommen die Tiere in einen Wartestall. Hier ist es wichtig, dass die Tiere in den Gruppen weiterhin eingestallt werden, in denen sie auch zu uns gekommen sind, dass wir also nicht neue Gruppen zusammenstellen. Es ist wichtig, dass man ein entsprechendes Lichtregime hat. Es ist wichtig, dass man eine entsprechende Geräuschkulisse hat. Die Tiere mögen es, leicht bergan zu gehen. Das heißt, wir haben in unserem Stall eine leichte Steigung von etwa 3 Grad in Richtung Betäubungsanlage und werden dann in der nächsten Stufe der Betäubungsanlage zugeführt. Die tierschutzrelevanten Überprüfungen am Schlachthof werden von mehreren Parteien durchgeführt. Zunächst einmal von schlachthofeigenen Mitarbeitern, dann von staatlichen Stellen, die alle tierschutzrelevanten Prozesse auch mit überprüfen und zusätzlich noch von einer externen, neutralen Kontrollstelle. Tierschutz beginnt bei der Geburt des Tieres. In Belgien arbeiten Forscher an einem globalen Projekt, das von der EU finanziert wird und mit Brutbetrieben arbeitet, um die Lebensqualität und gleichzeitig die Produktivität zu steigern. The collaboration with the industry partners is fundamental in this project because we are not only doing research, but we are doing applied research that will come to a product later on. We develop a technique that is able to measure exactly the hatch time when the chickens are measured from the shell. By measuring the hatch time, you are able to know how long the chicks stay in deprivation of food and water, and consequently you can measure the impact of this on their welfare. Nowadays, in commercial incubators, the hatch window, that is the spread between the first and the last hatch group, is around 30 to 36 hours. Because of a big hatch window, animals can not grow as we would like. They have a reduced weight. We estimated, based on literature, that around 3% of the population of chicks is lost or is discarded because of their weight or their low performance in growth. So this 3% in a population of 22,000,000 chickens per year will have an effect of around 500,000 euros per year in a hatchery. Jeder EU-Bürger isst ungefähr 80 Kilogramm Fleisch pro Jahr. Die Konsumenten können große Veränderungen bewirken, wenn sie den Zusammenhang zwischen Tierwohl und Fleischqualität verstehen. Das ist das Ziel von Slow Food, einer Bewegung, die ein anderes Konsumkonzept bewirbt, um die Qualität unseres Essens und unsere Gesundheit zu verbessern. Tra 30 anni ci vergogneremo dell'atteggiamento che abbiamo oggi sugli animali. Tra 30, 40 anni, come ci stiamo vergognando o ci dovremmo vergognare della schiavitù? Cioè, è impensabile, no, oggi avere degli schiavi. Eppure 150 anni fa, 200 anni fa c'erano gli schiavi. Tra 40 anni ci vergogneremo di come trattiamo gli animali. Quindi credo che sia un tema ineludibile, non possiamo eluderlo. Assolutamente sì, vivere meglio per un animale vuol dire anche avere una carne migliore. Il fatto di avere un benessere animale forte vuol dire obbligare la gente a mangiare meno carne, perché costerà più cara, perché ce ne sarà meno e che quindi smetteremo di ingurgitare proteine animali inutili. E quindi Slow Food lavora per cercare di convincere piano piano questi produttori, allevatori a fare dei passi in avanti e non a fermarsi. Tant'è vero che noi siamo ritenuti un po' noiosi, noi siamo sempre lì a chiedere, eh? Cioè Slow Food non chiede soldi ai produttori, ma chiediamo un impegno costante. Con la Commissione europea abbiamo dei rapporti abbastanza stretti su questo tema, anche perché
la Commissione Europea cerca degli alleati, no? per fare questa battaglia, perché se la fa da sola in forma burocratica non otterrà nulla, nulla, cioè non c'è santo, cioè non puoi fare una legge su questa cosa qui e dire da domani, non funziona. Funziona se c'è un cambio di mentalità, sia nel consumatore che nel produttore. Die Wirtschaft ist eine treibende Kraft für den Tierschutz. Der größte Einzelhändler Belgiens, die Colruyt-Gruppe, hat erkannt, dass es Wettbewerbsvorteile bringt, hauptsächlich Produkte aus artgerechter Tierhaltung zu verkaufen. People may have the impression that it's more costly to pay attention to animal welfare. We have noticed that it is not the case. If you look at the total cost, actually it may be even the other way around. For instance, the initiative that we have taken regarding pigs, the fact that we are not working anymore with any castration, if you look at the total cost, it's actually at the same level as it was before. I think if you do it in a very smart way, it is really possible to keep the cost at the same level. Of course, it's important to talk to the farmers and to do it together. It's not something that a retailer can do on its own. We do notice that our philosophy has been working. For many, many years now, we have been growing. We have about one quarter of the total market in Belgium. And we notice also that during crisis, people come more to us. In the past, when there was a crisis like the mad cow disease, for instance, we were prepared, and it only took us a very short time to show to the customers and to the industry that all the products that we were selling were okay. We have noticed in the past, and we continue to notice, that once we are putting something new regarding animal welfare, that after a while, after several months or years, the rest of the industry will follow. Es ist wichtig, dass das Engagement von Pionieren anerkannt und belohnt wird. Im Vereinigten Königreich vergibt Compassion in World Farming seit 2007 Auszeichnungen an Einzelhändler mit vorbildlicher Praxis. We have several awards. We have the Good Pig, the Good Egg, Good Chicken and Good Dairy Award. And they're species-specific awards that have a set criteria that businesses need to meet to win the award, either because they're currently doing that practice or because they're making a commitment. And we also have supermarket awards. And those supermarket awards are based on the survey results that we get back from the supermarket survey that analyzes the supply chain and the level of farm animal welfare within that supply chain. The winners are given a glass award, which says whatever award they've got on there, can then use our logo on their packaging, etc. Consumers can be confident that this is a higher welfare product, that the animals haven't been intensively farmed when they buy this product. And we know from surveys previously that consumers really do care about how animals are farmed. They can sometimes find it confusing and find labelling confusing. And any addition that shows and clarifies things as higher welfare is always beneficial. We've estimated that from the awards, 337 million animals are set to benefit each year from the criteria that we've set by improving standards of farm animal welfare. Die Umsetzung neuer Regelungen auf Unternehmensebene verlangt eine enge Zusammenarbeit zwischen den lokalen Behörden und den Produzenten, die ihre Systeme anpassen müssen, um neue Vorschriften und Maßnahmen zu erfüllen. In Spanien arbeitete der Verband der Eierproduzenten mit der Regierung an der Durchführung der Legehennenverordnung, die nicht ausgestaltete Käfige verbietet. In Spanien, in der Fecha, in der era de aplicación la normativa el 1 de enero, era el primer productor europeo de huevos. Teníamos el censo más alto de gallinas ponedoras de toda la Unión Europea. Además, es un sector que, al tener este censo tan alto, tiene vocación exportadora. Se necesita exportar para ser rentable. Lo primero que hicimos fue lo que denominamos una hoja de ruta, que es un documento en el que trabajó tanto las comunidades autónomas, los servicios veterinarios oficiales de las comunidades autónomas, como el sector productor. Y se trataba de todas las granjas, una por una y nave por nave, no ya cada explotación, sino cada nave, cada edificio que haya en esas granjas, tenían que estar bien registradas con su sistema de cría, porque es fundamental conocer cuál es la situación para poder actuar sobre ella. Para poder controlar que
no llegaban huevos al mercado que no hubieran sido producidas en granjas que no fueran conformes, elaboramos unos listados que la Comisión Europea nos pidió de todas las explotaciones que sí eran conformes, de modo que cualquier persona que comprase huevos podía consultar si esos huevos provenían de una granja que estaban o no cumpliendo la normativa comunitaria, puesto que publicamos el listado en nuestra página web, además de suministrárselo a la Unión Europea y actualizarlo periódicamente. Siempre que había alguna novedad, siempre que había alguna granja que se había adaptado, lo incorporábamos al listado. 1995 verabschiedete die holländische Regierung ein neues Gesetz in Bezug auf die Kastration von Schweinen, das die Züchter sukzessive umsetzten. Die positive Erfahrung eines Mitgliedstaates half, ein freiwilliges europäisches Ziel für 2018 festzusetzen, in dem eine wichtige Gruppe Beteiligter, von Produzenten bis zu Einzelhändlern, mit Unterstützung der EU beschloss, die chirurgische Kastrierung von Schweinen aufzugeben. Op onze boerderij kastreren we al niet meer sinds 1995. Maar in Nederland is het wel een heel proces geweest. En we hebben samen met alle partijen, de Nederlandse overheid, de dierenbescherming, in 2018 niet meer willen kastreren. En op dit moment is het zo dat meer dan de helft van de Nederlandse varkens al niet meer gekastreerd zijn. Maar het is voor ons heel belangrijk dat Europa ook meegaat. Want ongeveer 50% van de Nederlandse biggetjes worden geëxporteerd naar andere landen in Europa. En om in Nederland helemaal te kunnen stoppen met de castratie, is het ook belangrijk dat het in andere landen ook geaccepteerd wordt. Om het dierenwelzijn te verbeteren doen we op onze boerderij. Regelmatig de dierenarts, 1 keer per maand komt hij om de dieren te checken. We proberen zo goed mogelijk voer te geven, want als een dier goed voer krijgt, zal die ook gezond zijn. Verder proberen we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van het dier, de belangrijkste behoeften van het dier. En we experimenteren om te zoeken naar nieuwe huisvestingssystemen. Een voorbeeld daarvan is de zeug die los werpt. Dat noemen we nieuwe prodromistal. En varkens in comfortklas is ook een voorbeeld daarvan. En daarnaast proberen we alles zo hygiënisch mogelijk te doen door bij de verschillende diergroepen verschillende kleuren te gebruiken. Zodat je niet van de ene diergroep naar de andere diergroep loopt en dat zo goed mogelijk gescheiden te houden. Krankheiten zu verhüten und sie zu tilgen, ist ein weiterer Aspekt der Tierwohlstrategie. Der Europäische Verband der Tierärzte verbreitet aktuelle Informationen in Bezug auf die medizinische Betreuung und das Tierwohl. I think it's very important to train veterinarians in animal welfare because they're seen as the trusted experts in the field of animal welfare by the society and by operators and farmers. 10-15%. In the recent years, we've seen that animal welfare science has increased enormously, both the attention from society, but also the science topic itself. And for veterinarians who are graduated more than 10-15 years ago, many of these new advancements, they haven't been taught at university. So it is important to bring them up to date with this knowledge and as such empower them in the field of animal welfare. Animal health and animal welfare are really very much linked together, and even linked together with public health and food safety. The most important alternative to using antimicrobials is to prevent that you have to use them. So in other words, to prevent diseases. And this goes hand in hand with animal welfare, actually. You have to ensure that you have a good housing, good stockmanship, good feeding, and good hygiene measures so that you can prevent diseases coming in and the need for you to have to treat the animals. Die europäischen Normen für Tiergesundheit und Tierwohl sind Teil der öffentlichen Gesundheit und daher ein globales Thema, das internationale Kooperation erfordert. Die Weltorganisation für Tiergesundheit arbeitet an der Umsetzung von Normen in der ganzen Welt. Animal welfare
varies across the globe through the cultural and historical reasons. Some countries do need more assistance with implementation of those standards. Some countries do more capacity building or more intensive information share. And this is what we do. Firstly, we're talking about ethical responsibility. According to statistics, there are about 65 billion animals, which includes mammals and poultry, killed, slaughtered every year in the world. It means about 170 million every day or 2,000 every second. So 2,000, 2,000, 2,000. It is very important that welfare of those animals killed every second is ensured, that animals do not suffering in those last minutes of their life. Aufklärung über Fragen des Tierwohls ist wichtig für alle und es beginnt bei den Kindern. In der dreisprachigen Princess Margaret School in Barcelona lernen die Kinder, warum sie auf die Lebensbedingungen der Tiere achten sollen und warum es wichtig für ihre Gesundheit ist. Alright, let's see then. Just turn off this. Sentient means they have feelings and needs, like who? Us. Like people. Lo que plantea es una granja donde hay diferentes espacios y diferentes animales en cada espacio. Los alumnos tienen que conseguir que los animales tengan las mejores condiciones de vida posibles antes de convertirse en un producto de consumo. Farmland les encanta, pero les encanta porque es un videojuego como cualquier otro. De hecho, les gusta mucho el que tienen que ir haciendo que la gallina salte, duerma, coma, beba. Este les divierte mucho. Cuando se acaba el juego, pueden ir al supermercado a comprar los productos que van a consumir. Creo que es importante que aprendan lo que es el animal welfare como futuros consumidores porque ellos van a ser quienes decidan lo que ponen en el plato y tienen que saber que para su salud es importante el consumir un animal que no haya sido tratado con medicamentos, que haya tenido un entorno adecuado, que no sea un producto que va a ser malo para su salud. Jetzt wissen Sie, dass das Wohlbefinden der Tiere ein Anliegen vom Erzeuger bis hin zum Verbraucher ist.